Ja, hallo, Leute. Ich würde mal sagen, das ist dann hier so wie bei Simotrans, ne? Hier keine Abnahmemöglichkeit, also keine Kette, die da hinten dann irgendwo was losschickt. Alles klar, dann müssen wir hier gleich ein Depot machen oder nee, wie heißt das Ding? Lager. Große LKW-Station müssen wir hier bauen. Oder eine kleine? Und der gibt nur eine große, kleine. Ach, das hier ist bestimmt eine kleine LKW-Station, genau. Hier müssen wir also so eine Station machen, damit dann angeliefert werden kann. Und dann funktioniert das natürlich auch mit der Kette, ne? Dann werden wir es gleich sehen, wie die Lieferung losgeht. Logo, Großbildschirm und dann machen wir es. So, dann gehen wir hier auf das LKW-Station und gucken mal, dass wir das ein bisschen gedreht kriegen. Oh, da darf man nur abbiegen rechts zweispurig und auf der Gegenseite nur zweispurig links abbiegen. Geradeaus darf man nicht mehr fahren. Alles klar, wissen wir Bescheid. Hammer. Gut, das ist erledigt. Dann müssten wir jetzt schauen, wo wir unsere LKWs finden, die wir dann da irgendwo losschicken wollten, ne? In welchem Lager waren das? Gute Frage, ne? Welches Depot war das, wo wir die losschicken wollten? Da. Ne, muss hier sein, ne, oder? Da sind die drei, alles klar. Neue Linie. Und von da bitte nach da fahren. Und sollte dann funktionieren eigentlich schon, oder? Jetzt ist nur die Frage, das muss ja auch irgendwo hin danach. Aber das ist Kunststoff, das muss wieder ein anderes Fahrzeug dann sein. Und welches Städtchen braucht das schon? Das ist die nächste Frage, ne? Dieses zum Beispiel nicht, Kittemersmühle. Salzkor braucht das auch nicht. Pellingen braucht das auch nicht. Mökern braucht das auch nicht. Hallandorf braucht das auch nicht. Neuendorf nicht, Bofzen nicht. Aber fängt gut an, ne? Eibenstock braucht das auch nicht. Oder ist das noch gar nicht zum Abliefern? Binnen braucht es auch nicht. Hinten haben wir noch ein Städtchen. Braucht es auch nicht. Weiß ich jetzt gar nicht. Kunststoff. Ach nee, Kunststoff ist das, ne? Oder? Wird Kunststoff nochmal weiterverarbeitet? Könnte natürlich auch noch sein, ne? Gucken wir mal, ne? Wäre dann der Abnehmer Warenfabrik, okay. Das heißt, die kriegen das. Oder die kriegen das. Und das ist cool. Weil dann können die LKW zurückfahren und wir fahren mit dem Schiff hier hin. Ist hier ein Anleger? Ja, ne? Aber das ist ein falscher Anleger. Von da und dann mit dem LKW weiter. Nee, die beiden Stationen sind hier. Das heißt, wir machen hier noch einen neuen Anleger, denke ich. Ja, dann machen wir noch einen neuen Anleger hin. Hier in der Mitte wird werden, ne? Gut, das heißt aber, jetzt müssen wir mal gucken, ob denn hier was passiert. Das würde mich interessieren, weil eigentlich müsste das ja klappen, ne? Er hat schon mal 38 Öl geladen. Und er hat auch 38 Öl geladen. Die hier, die fabrizieren aus Öldingens. Ach, wir sind noch in der Pause, deswegen läuft hier nichts. So, das heißt, er lädt ab, ist richtig. Und die produzieren jetzt hier auch, oder? Will ich hoffen. Weil wir wollen ja auch versenden, ne? Passiert was oder passiert nichts? 29 Lager, Konsum. Abnehmer, hat mal Kittelmersmühle Chemiewerk, passt eigentlich. Da kommt was rein. Aber hier tut sich noch nichts beim Versand. Warte mal. Fahrzeuge verwalten. Müssen wir denen sagen, was die mitnehmen müssen? Eigentlich nicht, oder? Ist jetzt wieder so eine Sache, ne? Fahrzeuge verwalten? Nee, Linie verwalten will ich machen. Linie verwalten. Bofzen. Lade, wenn vorhanden.
Ja, das ist schon richtig so. Der hat jetzt aber noch nichts geladen, oder? Na, entlädt ja auch erst. Aber hier liegt ja noch nichts. Was ist denn hier jetzt mit dem Versand? Ist hier kein Schiff drauf? Linie 49. Schiffe. Wo sind die denn da? Da sind die. Wo ist das? Das ist hier. Warum dreht er so komisch bei? Was macht er da? Der Alkohol getrunken? Hallo? Auf Grund gelaufen gleich. Ah, das ist aber ein bisschen komisch hier, ne? Mal gerade schneller. Fährt der auch so komisch, der zweite? Der zweite fährt auch so komisch. Aber ein bisschen anders fährt er doch noch. Ich dachte, da wäre jetzt eine Untiefe oder sowas. Hätte ja sein können, dass hier eine Sandbank ist oder was. Aber was fahren die überhaupt hier? Bozenhafen fahren die jetzt hin. Die haben aber kein Öl geladen, ne? Und die auch noch nicht. Oh Mann, wie ist das denn jetzt hier so? Nichts wartet da, ist klar. Hier wartet auch nichts, ist auch klar. Produzieren die denn jetzt schon mal endlich was? Nö, ne? Nö, warum nicht? Warum wird ja aus dem Rohöl kein Erdöl gemacht oder normales Öl? Was klappt hier nicht? Die können das doch alles mitnehmen, oder? Linie verwalten. Lade, wenn vorhanden. Vollladen jeder Fracht. Macht das einen Unterschied? Kriegt er jetzt was rein? Ah, das ist jetzt die Linie. Das ist der Wagen. Hier passiert aber immer noch nichts. Ah, irgendwo ist die Kette noch nicht richtig, oder? Kann das sein? Linie 49 ist definitiv das Schiff, was Öl und auch andere Dinge kann, oder? Details. Da muss hier, da geht auch Öl. Passt. So, und wenn der da so weit ist, was passiert dann hier? Warte mal, hier gibt es keine Linie hin, oder wie sehe ich das? Kettemarsmühle Nord. Habe ich da gerade was Falsches angeklickt vielleicht? Aber hier gibt es Linie 49, ne? Linie verwalten. Ah, Bozenhafen. Alles ist klar. Es ist nur ein Hafen da. Das hat schon wieder gut geklappt. Und den zweiten Hafen brauchen wir jetzt hier. Und wenn das läuft. Jetzt pass mal auf. Jetzt wird hier auch der Dingens beladen. Wo ist das jetzt? Jetzt wird hier auch produziert. Wetten? Nee, noch nicht. Auch noch nicht. Straßenfahrzeug. Linie 48. Die haben einen auf Lager, deswegen geht das nicht. Na, warte, wir müssen nochmal die Linie verwalten. Das haben wir ja eben bei irgendeinem Fahrzeug eingestellt oder haben wir es? Ne, auf der Linie haben wir es eingestellt. Linie verwalten und da laden. Vorladen jeder Fracht, laden, wenn vorhanden. Fertig. Weil die müssen ja erstmal hier Öl kriegen, jetzt wieder, weil das ja noch nicht angelaufen ist, ne? Es muss im Lager ja was rein, damit sie produzieren können. Jetzt müsste der LKW entladen, hier müsste was reinkommen und dann müssten sie auch produzieren, oder? Jetzt ist der leer. Und der? Der ist voll, okay. Dann fahr du mal nach Hause jetzt. Gut. Na, jetzt fährt er nochmal eine Ehrenrunde. Ne, er fährt raus, ne? So, jetzt passiert was, oder? Jetzt kriegen die hier Zeug rein und jetzt ist hier schon. Hier unten ist der Erste. Da.
Erstes Öl ist da und wie wir sehen, Pollution ist auch schon mal da, ne? Ja, dann kann es jetzt losgehen. Passt. So, und jetzt müssten wir noch hier hinten weiterbauen dann. Der Kunststoff muss jetzt hier weg. Wie kriegen wir den Kunststoff transportiert mit einem Fahrzeug, was hier ist? Fahrzeug kaufen, Cargo. Und der könnte alles transportieren. Ach so, da ist da oben einer, den möchte ich aber nicht. Der würde auch alle Güter kriegen. Der nicht. Der alle Güter. Wie wird denn dieses Kunststoff transportiert? Also nur in solchen Sattelschleppern hier mit Plane. Alle Güter, dieser. Der hat 32 und der hat ja 20 Kapazität. Der fährt 70 und der fährt 100. Alles klar, dann wissen wir ja, welchen wir nehmen. Ne? Wofür der dann mit 70 Urban E-Truck? Ach so, in der Stadt vielleicht oder sowas. Ich würde da jetzt erstmal nur einen kaufen, oder? So, und der kriegt jetzt eine neue Linie. Und die geht von da nach da. Und gibt es auch einen zweiten Halt, den ich nutzen könnte? Untere Ketteremers Mühle. Fahren wir auf 1. Wenn der auf 1 fährt, ne? Na, der braucht natürlich, bis er jetzt hier ist. Kunststoff alle Güter. Ja, jetzt ist es natürlich so, dass wir hier nicht das passende Schiff fahren haben nachher. Aber wir müssen ja auch noch einen Hafen bauen, ne? Wie viel Geld haben wir? Oh, 104 Millionen, das ist ja schön. Wir müssen ja hier zu den beiden Stationen erstmal hin, hier einen Hafen bauen, ne? Zack. Schifffahrt. Güterhafen. Was haben wir denn noch? Werft. Passagierhafen. Wir brauchen Güterhafen, ne? Den müssen wir ein bisschen drehen. So rum, oder? Passt erstmal. Also, da müssen wir hier noch wieder konfigurieren und da muss ein großer Kai dran. Bau großer Kai. Güter, Anleger. So gefällt es mir. So, das heißt, da kann auch ein großes Schiff hin. Und hier müssen wir jetzt noch gucken, dass wir da ein Dingens Güterbahnhof machen. Kollision. Da ist keine Kollision. 136.000. Ach, hier ist schon was, okay. Und da ist auch schon was. Auch gut, ne? Wieso ist denn da schon was? Kann mir das einer erklären? Fahren da schon LKWs? Linie 27, wo fährt die denn hin? Okay. Okay. Was holen die denn hier ab? Schwerlasttransporter. Ach so, die bringen den Stahl dahin. Da war ja auch Stahl gefragt, ne? Kann das sein? Wo stimmen, ne? Okay, dann ist ja gut. Okay, dann dauert das natürlich alles etwas länger. Ja, das ist natürlich ein weiter Weg von da hinten bis hier, ne? Müsste man mit dem Zug verlängern dann. Aber hier mit Zug lang ist ja auch wieder so schwer, ne? Müsste man hier einen Tunnel durchmachen und dann hier über Bofzen und dann da rum. Ja, lass erstmal so, wie es ist. So, hier haben wir Anleger, hier haben wir Dingens. Das heißt, jetzt erstmal Schiff von da. Schiff von hier. Nee, das war falsch. Wo ist die Werft? Die ist hinten. Schiff von hier, Fahrzeug kaufen, Cargo, groß, Cargo, nicht beliebige Güter, Cargo, Kunststoff und groß. Und dann gibt es lauter Schubschiffe, ne? Achshalb. 30, 28, 32, 30. Der kann 320. 26 Einheiten und der kann 252. Die 2 km/h lassen wir weg, das heißt, wir kaufen den. Gut, dann ist das eine neue Linie.
Wo müssen wir hin? Nach da hinten? Nach da hinten müssen wir hin. So, dann nimmt er hier Ware auf und fährt nach hier hinten entladen. Dahin. Leute, Weg zur Haltestelle kann wieder nicht gefunden werden. Das ist doch nicht der Hammer, oder? Wo hapert es jetzt wieder dran? Alter, ey. Wo hapert das dran? Ist die Brücke hier oder was? Ich weiß es nicht, ne? Komm, wir machen mal die Brücke hier etwas länger und dann machen wir den Fluss da drum rum, oder? Ist das das Richtige dann? Komm, probieren wir aus. Straße? Ach so, ja, Straße ist gut. Wenn man wüsste, wo diese Linie jetzt nicht geht, ne? Hier sieht es doch gut aber aus, oder? Da, ach, da kann er auch drunter her. Die andere, dann geht das auch. Ja. Linie 54, ne? Wo ist hier bei Linie 54 das Problem? Ach so, der hält an der falschen Stelle an oder so, kann das sein? Ach, ich weiß, was fehlt. Ich weiß, was fehlt. Wir müssen hier hin, wir müssen da hin und wir müssen diesen Anker da noch rausholen. Das fehlt. So, jetzt kann er. Oh ja, das muss man wissen, ne? Gut, dass ich mich noch erinnert habe, ne? So, jetzt müsste Linie 54 dann auch funktionieren. Schauen wir mal, was unser Schiffchen macht. Fährt das schon? Ist jetzt hier auch alles schon los? Ist das da? Ist das das Schubschiff? Nö. Wahrscheinlich ist es hier doch noch und das hat nicht geklappt, weil Linie 54. Gut, Linie 54 ist wohl dann noch nicht fertig gebaut. Wo waren wir? Hier waren wir. Warte, Linie 54. Fahrzeugmanager. Ne, ich brauche nicht Fahrzeugmanager, ich brauche Linienverwaltung. Linienstatistiken. Linie 54. Kettemarsmühle. Ist da, passt. Und das ist da, aber der legt noch einen falschen Anleger an. Wahrscheinlich muss ich ihn einmal rauslöschen und dann halt hinzufügen. Und dann sieht es gut aus. Jetzt kam keine Meldung mehr, ne? Jetzt fährt auch das Schiff bestimmt hier los, oder? Und der jetzt hier, fährt er schon? Wahrscheinlich ist er jetzt nicht auf Linie 54 gewesen, ne? Ja, Tor geht auf, kommt raus, läuft. So, das haben wir auch. Das bedeutet, wir machen mal schnell noch zwei Fahrzeuge da hinten drauf. Ist nur die Frage, wo ist hier das nächste Depot? Da, Bofzen. Ja. Fahrzeug kaufen. Der Sattelschlepper hier ist wichtig. Kaufen wir. Neue Linie. Von da nach da. Halte. Stellentypen passen nicht zusammen. Zum Beispiel Bushaltestelle und Bahnhof. Was haben wir wieder? Wo haben wir wieder was falsch gebaut? Hier wahrscheinlich, ne? Oder ich hab's. Ne, warte, ich hab's vielleicht wahrscheinlich auch. Oh Mann, ne. Da ist nix. Ah, ich habe den hier vielleicht erwischt. Das könnte sein. Lass uns nochmal. Wie war das jetzt? Ich brauche den LKW von diesem Depot. Fahrzeug kaufen. Linie 55. Neue Linie. Von da nach da. Jetzt geht's. Und der fährt, denke ich. Passt. Und dann nochmal. Wo ist das Depot? War das nicht hier gerade? Oh Mann. Wo ist denn das Fahrzeugdepot? Das war doch hier gerade eben noch. War das nicht in Bautzen?
So, ich muss das zumachen, damit ich sehe. Alles klar. Gut, nochmal diesen LKW kaufen. Nochmal da drauf. Nochmal neue Linie. Und dann von da nach da. Passt. Fährt auch. So, und dann muss das klappen. So, und dann ist das Zeug alle hier. Wenn das Zeug alle hier ist, transportieren wir jetzt aber leider nicht. Das ist hier die Eisenroute, oder? Ne, das ist jetzt unsere Route, Linie 57. Und die zweite war jetzt... Ja, klappt nicht, da drauf zu klicken. Doch, jetzt. Und das war das Eisen, was dahin kommt. Das passt. So, und das heißt, wir müssen danach Päckchenversand noch machen, ne? Lieferanten? Ne, Abnehmer. Kostboda zum Beispiel. Welcher Ort ist denn der nächste? Dören, ist der da auch bei? Ah, Dören hat hier nichts. Hofzen hat auch nichts. Kostboda ist hier, ne? Ach, guck mal, da kann man sogar rüberfahren. Ja, dann kriegen die Päckchen, ne? Die haben zwar zurzeit nur Bushaltestellen, kriegen aber in der nächsten Folge dann auch Güterhaltestellen, ne? Gut, dann würde ich sagen, machen wir erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich glaube, das ist eine alte Meldung, ne? Bis dann. Ciao.